Waschtag haben wir heute. Erstmal die weiße Wäsche. Das nehmen wir mal als Referenz. Na gut, kochen kann ich das nicht unbedingt, ne, aber ja, ist schon ganz schön dreckig. Oh. Kein Warmi mehr da. Waschmittel alle. Was machen wir denn da? Aus Indien sind ja diese Waschnüsse bekannt, ne, die man schon eine Zeit lang hier bekommen kann, um auf naturrichtige Art und Weise seine Wäsche zu waschen. Und vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ich einen Anruf bekommen von René, der ist Wasserstoffbastler, René kennt er ja. Und da erzählt er mir ganz fröhlich und freudestrahlend, dass das funktioniert, dass man mit Kastanien Benzin mit Wasser vermischen kann. Ne, es ist erstmal fürs Waschen völlig uninteressant, klar. Aber in dem Moment, wo man da ein sogenanntes Tensid hat, ne, was ja unser Waschmittel auch eigentlich nur ist, ne, was es da schafft, Fett mit Wasser zu binden, ne, also zu vermischen, ne, damit es eben aus den Klamotten rauskommt, das ist gar nicht mal so verkehrt. Neulich war ich mit einer guten Freundin, die gerade eben hochschwanger ist, im Wald Pilze suchen gewesen. Und hochschwangere Frauen haben ja sowieso dann noch so einen extra Sinn. Ne? Und da bleibt sie auf einmal so stehen im Wald und guckt sich um und fragt mich so, Thorsten, warum pflanzen die Förster eigentlich keine Kastanienbäume hier in den Wald, da wo die eigentlich hingehören, dass die Rehe die Kastanien essen können? Ja, darauf wusste ich ehrlich gesagt gar keine Antwort. Ne? Wenn ihr eine Antwort wisst, lasst uns mal bitte zukommen. Ne? Irgendwie ist es schon komisch. In der Stadt ein Haufen Kastanienbäume und mit den Kastanien wird gar nichts so richtiges gemacht. Die fühlen sich ja schon irgendwie so, na klitschig nicht unbedingt, aber schon so ein bisschen etwas ölig an. Also erstmal eine Mischung ansetzen. Wie war das? Erstmal zerkleinern. Sonst tun wir unsere Wäsche färben. Ne? Auf Wikipedia steht, dass die hier die braune Schale irgendwie im Mittelalter dafür genommen haben, um irgendwelche Schaffelle und sowas, ne? Um denen so einen gelblichen Touch zu geben. Gut, gelblich soll meine Wäsche ja nicht unbedingt werden. Also nehme ich die Schale mal weg, so gut es geht jedenfalls. Vielleicht das ein bisschen trocknen lassen, ne? Hier Kastanienschäler. Das ist ja mal eine Erfindung wert. Oh nee. Wisst ihr was? Das ist mir hier viel zu viel gebubi. Ich meine, das geht zwar ganz gut, ne? Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Kastanie aufgemacht. Aber, tja, ich glaube, ich probiere das dann mal mit ganzen Kastanien. Ne, so richtig weiße Wäsche habe ich eh nicht. Hauptsache sauber werden muss es ja. So dick ist die Schale nicht, da werden die Tenside wohl hier irgendwie durchgehen. Ja, mal schauen, ob das auch wirklich so schäumt, wie das gesagt worden ist. Kleines bisschen ist es schon, ja. Na gut, das lasse ich jetzt mal nach Anleitung mal so einen Tag ziehen. Ja, und dann das mal ausprobieren. Wie gesagt, so lange habe ich aber keine Geduld. Ich muss heute Wäsche waschen. Ich probiere das jetzt erstmal mit ganzen Kastanien. Bis gleich. Hat die Socke doch noch eine Verwendung bekommen? Da sind jetzt so eine Handvoll Kastanien drin. Also ohne, dass ich sie zermörsert habe. Ne? Also wenn man die zermörsert. Wie gesagt, könnt ihr Benzin mit Wasser vermischen. Braucht ihr nur mal den teuren Sprit von der Tankstelle kaufen. Obwohl, naja,
So viel nimmt sich das halt dann auch nochmal. Das werde ich jetzt mal zusammenknoten und ab in die Waschmaschine. Na, mal gucken, wie dann die Wäsche aussieht, vor allem wie sie riecht. Ist wieder sauber. Ja. Hier unten ist auch alles sauber. Hey, das sieht gut aus. Ha, krass. Da waren richtig braune Stellen hier oben drin gewesen. Hey, das funktioniert mit den Kastanien. Und wie riecht's? Normal. Halt ohne Waschmittel, aber auch nicht unangenehm. Hä? Geil. Also, ich werde jetzt noch ein paar mehr Kastanien sammeln. Hm. Na gut, okay. Hardcore-Flecken. Obwohl ich eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass es ein Hardcore-Fleck ist, wer hat sich denn damit abgetrocknet? Oder was haben wir denn damit aufgewischt, besser gesagt? Ja, im nächsten Waschdurchgang, ne, das wird jetzt die Buntwäsche sozusagen. Da haue ich die ganzen Kastanien jetzt mal einzeln rein und nehme dann noch ein paar mehr dazu. Vielleicht muss ja erst die Schale ein bisschen verletzt werden, dass das so richtig, richtig funzt. Na, ich probiere das jetzt nochmal. Zweiter Waschgang fertig. Weiß sehen sie jetzt nicht mehr aus oben an der Spitze, sondern richtig bräunlich, sind aber nicht aufgeplatzt. Also kann man getrost einfach so die Waschmaschine hauen. Wie schaut das jetzt aus? Naja, gut. Ja, ein bisschen sauberer als vorher ist es schon. Tja, fürs Kochprogramm ist es dann wohl nichts. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Aber für mich taugt es jetzt erstmal. Wie die Socken riechen. Ah, frisch, kastanienfrisch. Na denn, bis später.